Ja, mach ich mir halt vorbeischieben. Bleib weg, Joe. Ich sag nur, bleib weg, du Sack. Nicht schon wieder gegenseitig eliminieren. Das war aber schon ganz schön, war schon ganz schön knapp, ey. Boah. Schon wieder so knapp, ey, der Sack. Ich hab hier alle Hände voll zu tun, ey. Da lass nur, ja. Ich hab dich auch nicht berührt. Palm! Ich hab dich nicht berührt. Ich streike hier. Ich hab dich nicht berührt. Alter, er hat sich meinen Kopf auf einen halben Rett bewegt. Mit dem einen vom Blitz, der Gas und die Reise habe ich schon. Alter, die Bremse ist aufgeschissen hier. Meine Fresse, Alter. Das war knapp. Das war das Knappe. Wie viele Runden haben wir jetzt noch? Wir haben noch 5 Runden. Ja, das ist gut, dann können wir so einmal Green Flag. Also 2 Runden gibt es noch grün und ich, ja. Doch, diesmal fährt er in der Box. Oh, George Black Flag. So, Black Flag, wenn wir in Box mehr fahren sollen, was? Achso, ja, du darfst nicht überholen da unten. Nee, das darfst du auch nicht. Du hast mich, glaube ich, überholt. Ich habe das hier gerade nicht auf Video. Ja, du bist quasi, also über der, also wo du an der Linie warst von der Box, da warst du vor, also zumindest vor Mirko, vor mir glaube ich sogar auch. Ja, ich habe es nicht. Ja, in 2 Runden kriege ich es nicht mehr. Egal, fährst du so noch mit, das ist auch kein Problem. Ja, tu einfach so, als ob du in der gleichen Runde wärst, das passt dann schon. Hier noch fehlt das Lucky Dog und so ein Kram, ey. Thank you.
jetzt aber letzte Runde. Eine Flagge nochmal hier. Was ist das, Joe? Dein Handy oder was? Das ist mein Haustelefon. Ach so. Funktioniert das wieder? Ich kann ja gerade schlecht hin. Das ist aber auch Sky, dann würde ich ein Abo empfehlen oder so. Aber funktioniert wieder, ja? Akku ist wieder laden. Ja, nach anderthalb Jahren hast du es geschafft. Ja, theoretisch braucht man ja auch kein Haustelefon mehr, ne? Ja. Aber mich wundert, dass es überhaupt noch klingelt, wenn du so lange das Haustelefon nicht anhattest. Da war aber einer hartnäckig, wa? Bitte? Da war aber einer denn hartnäckig. Ich auch nicht. Ich sage, mich wundert, dass das überhaupt noch einer darauf anruft. Ach so, alles in der Menschen von Säule, wo was verkaufen war. Ja, ja, das stimmt. So sage ich, das ist bestimmt Sky. Ja, das Patent, das steht irgendwo hier unten. Also. Ja, für was anderes wird das auch nicht mehr benutzt wahrscheinlich. Ja, ich auch. Ich glaube, deine Feststellungsnummer auch nicht. Doch, die habe ich noch von Joe. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ich habe sie nicht mal. Ich könnte dich da, glaube ich, gar nicht machen. Egal, ist gleich green, ne? Wisst ihr schon? Ja, das ist ja, ja, schwarz. Ich habe gelb. Immer alles oder nichts. Vergiss es, Dave. Nix. Yellow Line hier. Das war so ein perfekter Start diesmal. Aber wenn du den, wenn ihr euch beide vorhin nicht abgeräumt hättet, hätte ich gewonnen, weil ich war vorne. Ja, das kann gut sein. Nein, wenn jetzt hat jeder Mann gewonnen, ist ja schon. Ja, genau. Ja, stimmt, das hatten wir auch noch nie, ne? Ich merke gerade in jedem Rennen gecrasht. Ich habe jedem Rennen gecrasht wegen Wirkung. ja. Ich bin so. David, weißt du, woran das liegt? An was denn? Ich habe mir den Fahrstil von Oldschool Tony Stewart angeeignet. Achso. Weißt du? Der hat das früher auch mal so gemacht.
Alter, die Bremse funktioniert ja auch gar nicht, ey. Die Bremse hat ja schon nicht. Alter. So, noch einen passenden Burnout hier starten. So, damit verabschiede ich mich auch für heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Und wieder einmal die besten Szenen aus diesem Rennen. Zum Schluss für euch. Diesmal kommentiere ich auch mal ein bisschen. Hier habe ich David einfach mal stehen gelassen, weil beim letzten Rennen er mich nicht mitgezogen hatte und ich dann den letzten Platz ergattern durfte. Und deswegen habe ich mir hier stehen lassen. Leider hielt das nicht lange. Und David sich schnell wieder nach unten ging. Und über die Yellow Line, David, wenn du das siehst. Nicht nur ich mache das, du machst das auch noch. Auf jeden Fall zieht er so an mir wieder vorbei. Hier eins der spannendsten Szenen. David oben, Joe in der Mitte. Ich ziehe nach unten, musste schon über die gelbe Linie und Joe machte gar keinen Platz mehr. Und so bin ich über den Rasen. Und es kam zum Crash. David freute sich, weil er so den ersten Platz ergatterte. Und wir beide hatten das Nachsehen. Das Ganze zeige ich euch jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Hier die Roofcam von mir. Eigentlich wollte ich David wieder austricksen, mich hinter Joe setzen, aber ich war zu schnell und bin noch runtergezogen. Und so musste ich wieder raus. So schnell kann es gehen. Das Ganze von hinten aus Joes Auto aufgenommen. Mit der Heckkamera. Da sieht man die Staubwolken. Und da ist es auch schon passiert. Ach Gott, das war nicht Joes Auto. Okay, das war Davids Auto. So kann man sich auch mal. Denn jetzt nochmal von Joes Heckkamera. David erst wieder helfen und ihn wieder austricksen, aber da habe ich so viel Geschwindigkeitsüberschuss, dass ich an Joe auch noch vorbei wollte, aber der keinen Platz gelassen hat. Und wir sind dann beide abgeflogen. Jetzt zeige ich euch noch die restlichen spektakulären Bilder von diesem Rennen ohne Kommentar.
Hier der letzte Restart. David vor mir. Und hier bin ich sehr gut weggekommen. Bin nach außen gezogen. Und konnte David überholen. Mit dieser Zieleinfahrt verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal.